Die Idee zu einem neuen Naturschutzprojekt hatten diese beiden. Franz Zoth und Hans-Jürgen Becker vom Wanderverein Odenwaldclub. Aufgrund ihrer Initiative haben sie einen von drei Teichen mitten im Wald zu neuem Leben erweckt. Ursprünglich war es mal ein Fischteich, der jedoch total verlandet war. Das Gewässer war eher tot als lebendig. Da haben wir gesagt, totes Gewässer ist eigentlich für die Natur uninteressant, wenn wir es hier ein bisschen frei machen könnten für Vögel, für Reptilien und so weiter, dann wäre das doch eine gute Sache. Uns hat es begeistert, wie viele andere, die den Naturschutz zu unterstützen, indem wir einfach praktisch und auch finanziell uns daran beteiligen, damit hier was entsteht, was auch ein Lebensraum für viele gefährdende Tiere, aber halt insgesamt für die Flora und für den Wald, einfach wieder so gemacht wird, dass es einfach stimmt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter konnten ihre Idee von einer Renaturierung der Gabelteiche jedoch nicht alleine umsetzen. Deshalb haben sie sich bereits vor 3 Jahren an Hessenforst gewendet, an den Bereichsleiter Matthias Kalinka. In dem Fall haben wir uns 2018 mit der Naturschutzbehörde, mit der Wasserbehörde getroffen, haben uns das draußen angeschaut und haben dann gesagt, okay, das wollt ihr, das können wir leisten und das kriegen wir zusammen mit allen hin. Und dann haben wir angefangen. Haben Unternehmer gehabt und haben mit unseren eigenen Forstwirten einen Teil beigetragen, haben das freigestellt, haben die Bäume entfernt, dass einfach ein bisschen mehr Licht reinkommt. So ist aus dem damaligen Fischteich ein wunderschönes Biotop entstanden. Wir haben zum Beispiel den Kammmolch, der hier drin ist. Es ist Lebensraum für ganz viele Fledermäuse. Also wenn Sie jetzt außen rum gucken, dann haben wir auch einige Fledermauskästen noch zusätzlich aufgehängt. Aber es gibt im Nahbereich diese Kernfläche Naturschutz mit alten Höhlenbäumen. Die Fledermäuse haben dieses Wasser praktisch als Jagdhabitat. Dieser Teich ist bisher nur einer von 3 Teichen bei Oberramstadt-Rohrbach, die renaturiert werden sollen. Geld fehlt. Deshalb hat der Wanderverein Odenwaldclub das Projekt bei der Umweltlotterie genau eingereicht. Wir möchten natürlich das, was wir hier erreicht haben mit allen Beteiligten, mit der unteren Naturschutzbehörde, mit dem Forstamt, genau das Gleiche in den anderen noch vorhandenen Teichen umsetzen. Und dazu brauchen wir die Mittel, um eben halt Firmen zu beauftragen, eben halt auszubaggern zum Beispiel oder wieder anzupflanzen oder Pflanzen zu kaufen oder das Hessische Forstamt zu unterstützen und. Also einfach um die Kosten zu decken für eine weitere Renaturierung der noch vorhandenen Teiche. Jetzt brauchen die Wandervögel vom Odenwaldclub nur noch etwas Glück, um als Zusatzprojekt bei der Umweltlotterie genau gezogen zu werden und 5.000 Euro zu erhalten. Amphibien, Insekten, Vögel, Rotwild und Co. würden sich ebenso freuen. Und wir drücken die Daumen.